Nun ist auch noch die letzte Hoffnung auf einen seriösen Job gestorben. Wie ausgerechnet die Tochter von Michael Wendler, 50, dessen junge Frau Laura Müller, 22, aus der Misere retten kann. Michael Wendler, Geheimplan gescheitert. Schon wieder Ärger mit dem Ehemann. Seit sich Michael Wendler im Oktober 2020 als Verschwörungstheoretiker outete, ist auch bei Laura Müller nichts mehr, wie es war. Sie verlor lukrative Werbe- und TV-Jobs. Seit geraumer Zeit verdient sie deswegen ihr Geld mit erotischen Schnappschüssen auf der Plattform OnlyFans. Die hüllenlosen Bilder werden natürlich vom Wendler geknipst, der Laura in den Augen vieler durchweg manipuliert und als Geldmaschine nutzt. Jetzt hat der gefallene Schlagerstar noch ein weiteres potenzielles Geschäftsmodell seiner jungen Ehefrau zerstört. Da er aufgrund seiner hetzerischen Äußerungen auf Instagram gesperrt wurde, schnappte er sich kürzlich den Account ihrer beiden Hunde Tiger und Smoke, nannte ihn in der Unterstrich-Michael-Unterstrich-Wendler um und hatte auf Anhieb rund 29.000 Follower. Adeline Norberg, sie distanziert sich von ihrem Vater. Doch dieser faule Trick blieb nicht unbemerkt. Instagram sperrte den Account sofort wieder. Blöd für Laura. Schließlich hatte sie dort mit ihren Vierbeinern bereits Werbung für Haustierbedarf gemacht. Doch auch dieses Business hat der Wendler nun zunichte gemacht. Gut möglich, dass Laura deswegen jetzt sauer auf ihren Mann ist. Und da dürfte sie nicht die Einzige sein. Auch seine Tochter Adeline Norberg hat allen Grund, verärgert zu sein. Schließlich zog er sie auch bereits in seine Machenschaften mit hinein, machte sie zum Chef seiner Firma in den USA, um Einnahmen an seinen Gläubigern vorbeizuschleusen. Kürzlich musste Adeline deshalb sogar vor Gericht aussagen. Denkbar, dass sie sich deshalb auch schon seit einiger Zeit zurückgezogen hat. Ihr Instagram-Profil ist auf privat gestellt, sie lebt und studiert in Kalifornien, weit weg von ihrem Papa. Adeline Norberg, klares Statement. Weihnachten verbrachte Adeline zwar in Florida, wo der Wendler, Laura und auch ihre Mutter Claudia Norberg wohnen. Wer ist schließlich am Fest der Liebe gern ohne seine Liebsten? Auf gemeinsamen Familienschnappschüssen zeigte Adeline sich allerdings nicht, ein klares Statement. Die Blondine hat sich in der Öffentlichkeit also von ihrem Vater distanziert. Laura Müller, nimmt sie sich ein Beispiel an Adeline? Ob sie jetzt auch Laura ins Gewissen redet? Immerhin konnte sie aus nächster Nähe beobachten, wie ihr Vater das aufstrebende Influencer-Leben seiner jungen Frau mit einem Schlag ruiniert hat und sie mehr und mehr als Erotikmodell an notgeile Typen verhökert. Dass er jetzt auch noch ihr Petfluencer-Standbein mit seiner Instagram-Aktion kaputt gemacht hat, dürfte das fast zum Überlaufen gebracht haben. Am Beispiel von Adeline kann Laura sehen, dass es durchaus möglich ist, einen friedlichen Absprung aus der Wendler-Welt zu schaffen. Glaubt ein Branchenkenner. Außerdem müsste Laura Müller nicht einmal untertauchen. Im Gegenteil. Es gibt schließlich genug Kooperation, die gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten würden, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie sich endlich vom Wendler trennt.